Und doch nochmal ein herzliches Willkommen zurück bei Silence. Wow, das ist der Thronsaal? Natürlich will man jetzt auch noch wissen, was das alternative Ende ist. Bist du hier? Also werden wir jetzt nochmal den Spiegel reparieren. Und dann einfach nur zu wissen, okay, einmal passiert das und einmal passiert das. Nö, mach ich gar nicht. Ich mach den Spiegel kaputt. Überspringen können wir es jetzt leider nicht mehr. Brauchst gar nicht so blöd tun. Meinst du bloß, weil die Sucher dir gehorchen, hab ich Angst vor dir? Kein bisschen. Die Sucher suchen den Splitter. Das ist ihre einzige Aufgabe. Und wer ihnen im Weg steht, wird auch zum Sucher. Denn nichts ist wichtiger, als den Splitter zu finden. Den Splitter der Wahrheit. Ja, die Wahrheit haben wir ja mittlerweile erkannt beim anderen Ende, beim meinem Let's Play. Das hier mache ich jetzt einfach nur als Bonus noch dazu, um einfach nur das alternative Ende nochmal sehen zu können, was noch passiert, wenn man sich anders entscheidet. Und den Spiegel eher repariert, statt zu zerstören. Aber du hast recht. Ich brauche diese Kreaturen nicht mehr. Sie können wieder die Menschen werden, die sie vorher waren. Ich mache mal meine Kamera aus. Du kannst sie zurückverwandeln? Ich nicht. Der Spiegel kann das. Sobald er wieder vollständig ist. Also bring den Splitter her. Aber du bist ja ich. Nicht ganz. Wie du siehst, fehlt mir eine Ecke. Und außerdem friere ich, während du in Wolle gepackt bist. Bist du die falsche Königin? Ich bin nicht falsch. Nur spiegelverkehrt. Und etwas lediert. Aber bald wieder vollständig. Aber wieso? Was hat das zu bedeuten? Viele Fragen, auf die du die Antwort längst weißt, aber nicht wahrhaben willst. Aber das ist mir egal. Du hast etwas, das mir fehlt. Also gib es mir. Ich will den Splitter. So, bei meinem Let's Play haben wir Nein niemals gesagt. Jetzt drück mir mal Ja, wenn du mir sagst, warum. Sag mir, warum ich ihn dir geben sollte. Warum, fragst du? Warum? Ich erfriere. Ich spüre meine Finger schon nicht mehr. Dafür tut mir der Kopf weh. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Du kannst meinen Mantel haben. Puh, der wird nicht helfen. Sag mal, du begreifst es wirklich nicht, oder? Was meinst du? Na schön. Ich war lang genug die Böse. Zeit für die Wahrheit. Augen auf. Okay, die Szene kennen wir ja schon. Hier im Spiel könnte auch der Spiegel der Weg zum Jenseits sein. Wach auf, Noah. Das Tor zum Jenseits. Und wir haben den Schlüssel in der Hand. Wir können uns jetzt noch entscheiden, so gesehen, Spiegel zerstören und wieder aufzuwachen dort an der Stelle. Oder den Spiegel wieder vervollständigen und weiter ins Paradies, sage ich jetzt einfach mal. Glaubst du, Janus und Sam werden wieder da sein? Das glaube ich nicht nur, das weiß ich. Und Sedgwick auch? Sobald der Splitter eingesetzt wurde, auch wenn es da draußen kein Noah mehr für dich geben wird, der Sedgwick hier in Silence wird für immer an deiner Seite sein. Alles wird wieder gut. So, da haben wir's. Also, wie gesagt, die Erklärung... Ich weiß nicht, ob sie bei meinem Let's Play jetzt verkehrt war. Jetzt mit der anderen Sichtweise, dass es eigentlich auch das Tor zum Jenseits ist, dieser Spiegel. Und wir jetzt die Wahl haben, den Spiegel zu zerschlagen, um wieder zurück auf die Erde so gesehen zu kommen, in die Realität. Oder den Schlüssel so gesehen für dieses Tor, für den Spiegel einzusetzen... Und so gesehen, hier ins Jenseits einzusteigen, wo man wieder alles und jeden sieht und trifft, was man immer so hört, egal in welcher Religion, wenn man stirbt und halt eben, ja, ne, daran glaubt, dass man alle wieder sehen wird. Alle sind sie wieder da. Ich bin jetzt echt gespannt, wir ergänzen jetzt den Spiegel.
Das heißt, wir sterben jetzt in der Realität auch. Ich weiß. Wenn Noah die Wolke ist, dann ist er weg in der Regen im Ozean. Dank dir wird dein Bruder dann Frieden sehen. Du bist nicht länger das Mädchen dort im Bunker. Aber wer bin ich dann? Du bist die Königin von Silence. Somit habe ich mich jetzt in der Realität selbst erlöst. Der Splitter, der noch das Leben in mir gehalten hat, habe ich damit jetzt gerade abgegeben. Oder so. Heimat ist dort, wo man sich zu Hause fühlt. Errungenschaft. Jetzt bin ich mal auf das Video gespannt, was passiert. Was ist passiert? Hast du etwa den Splitter eingesetzt? Ich hab dir doch gesagt, ich lass dich nicht allein hier. Ach, mein Hüpfer. Sowohl ein aber auch ein trauriges als auch ein Happy End. Die Frage ist jetzt nur, hat die Kira immer noch dann graue Haare? Hat die dann generell nicht mehr lang zu leben, weil wir die Kerze so gekürzt haben? Aber ich bleibe dabei, es ist ein wirklich sehr interessantes Spiel. Die Geschichte ist heftig, also gerade jetzt hier zum Ende hin, egal welche Entscheidung man trifft, mit Spiegel zerstören oder einsetzen, ein wirklich hartes Ende, würde ich jetzt sagen. So, die Credits brauchen wir jetzt nicht wieder, die hatten wir schon beim Let's Play. Ein wirklich hartes Ende. Ein richtig ernstes eigentlich. Oh, es geht weiter. Ja gut, ich sterbe jetzt in dieser Hinsicht wohl dann auch, ja. Bitte was? Alter! Was ist das denn schon wieder für ein Ende? Das gibt's doch nicht. Dann hatten wir uns am Anfang vielleicht doch richtig entschieden. Wir waren dann abgelenkt vom Schneefall. Und wir wissen gar nicht, ob er dann doch noch aufwacht, so gesehen vielleicht. Vielleicht war Noah doch noch nicht tot. Das ist ja jetzt heftig. Wir sind jetzt so gesehen ins Jenseits übergetreten. Und dann wachte Noah doch wieder auf. Boah, was eine was eine Überraschung. Auch wenn es keine schöne ist, so gesehen. Weil der Noah wird sich ja jetzt... was weiß ich was denken, wenn er merkt, dass seine kleine Schwester tot ist, die neben ihm liegt. Meine Güte, was ein Spiel. Also was für eine Story. Das Spiel war jetzt nicht so actionreich oder sowas. Es war süß, niedlich und lustig. Aber das Ende, das ist ja echt heftig jetzt. Aber das hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Krass. Okay. Das war das alternative Ende, wenn wir uns anders entschieden hätten. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Ich würde mich echt mal interessieren. Mich würde es mal interessieren, was ihr darüber so denkt. Keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch zu philosophisch drauf momentan. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare mal eure Gedanken dazu schreiben. Welches Ende ihr besser fändet und wieso. Und wie ihr darüber nachdenkt. Das würde mich echt mal interessieren. Sehr wahrscheinlich wird mir keiner schreiben, aber ich... wie gesagt, mich würde es einfach mal interessieren. Falls doch mal jemand antwortet. Ich würde mich freuen.
ja, ihr dürft gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo, dass ihr nichts mehr verpasst. Falls ihr neu bei mir seid, herzlich willkommen bei mir auf der Kanalseite von Löher Gameplays als Hobby. Und ich hoffe, wir sehen uns öfter, beziehungsweise ihr seht öfter meine Videos. Das war Silence, das alternative Ende mit mir von Löher Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.